Yo, was geht ab? Das ist Fedo Black. Ich chill ein bisschen in den Abend. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr. Gleich wird gegrillt. Ihr wisst, was für ein Tag heute ist. Heute ist der 17.07. Um genau zu sein, heute soll normalerweise mein Album Bulletproof rauskommen. Natürlicherweise haben wir es so geplant, dass heute kein Album rauskommt, weil wir einfach mal auf die Reaktion der Hörer warten wollten. Wir haben jetzt unzählige Facebook-Nachrichten bekommen und E-Mails, wo die Leute fragen, wo es denn jetzt das Album gibt. Das ist schon mal eine positive Resonanz. Es ist so, dass ich in den letzten Tagen neue Features noch an Bord geholt habe, hier und da noch mal ein paar Tracks ausgearbeitet habe, weil wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir das Album einfach auf 2 Teile auftrennen. Ich hätte locker ein Doppelalbum machen können. Ich wusste selbst nicht, dass ich irgendwie so um die 29 Titel da liegen habe. Und da ist einer besser als der andere. Die Schwierigkeit ist einfach daraus dann alles zusammenzustellen. Und mein bester Freund hat mir dann geraten, einfach 2-3 Monate später einen zweiten Teil des Albums oder ein komplett neues Album zu veröffentlichen. Das werden wir machen. Und ihr werdet auf jeden Fall selbst davon resultieren. Wir sind jetzt fast 2 Jahre ohne Album. 1 Jahr und 9 Monate, um genau zu sein. Ich habe in meinem neuen Studio sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel ausgearbeitet, an mir selbst gearbeitet, mich selbst weiterentwickelt, sehr, sehr viel selbst produziert und freue mich, euch einen neuen Fedo Black endlich zu zeigen und einen neuen Fedo Black auch zu präsentieren. Wir haben das Fedo Black Urban Projekt oder beziehungsweise das kleine Label Fedo Black Urban jetzt geschlossen. Liegt daran, dass wir etwas Neues gemacht haben. Wir haben nämlich das LMS Music, LMS Production. Und das ist natürlich auch von mir gegründet. Und ja, was haben wir noch? Was muss ich noch sagen? Im nächsten halben Jahr werden 3 Alben erwartet, die dann über dieses Fedo Black LMS Music Elements oder Music Production, das ist noch nicht so ganz klar, erscheinen werden. Das alles hat ein bisschen mehr Zeit gedauert, genau das zu planen, genau das alles hinzubekommen. Deswegen kommt das Album zum dritten Termin, zu einem dritten Termin, der noch nicht genannt wird. In den nächsten Tagen werdet ihr einige Videoblogs online gestellt bekommen, weil wir unterwegs sind. Auf jeden Fall werden wir 3 Alben dieses in dem nächsten halben Jahr veröffentlichen. Ich werde noch ein Solo-Album machen. Ich werde ein Collabo-Album machen und ein Überraschungsalbum. Da könnt ihr überrascht sein. Mit dabei auf meinem Bulletproof-Album sind einige Künstler. Martizi, der Dutz, den kennt ihr ja von Virus. Es ist der Clayson dabei, mit dem das Collabo-Album kommen wird. Es ist eine Sarah dabei. Es ist eine Jasmin dabei, es ist der Sandro dabei, wen haben wir noch? Amino Black wird wahrscheinlich auch noch drauf sein, so. Amino Black heißt er ja gar nicht mehr, heißt jetzt, wie heißt er? Aizen Clayson. Aizen Clayson, ja genau so heißt er. Der aus München. Ach, Nima Shams ist natürlich auch dabei, ein Feature, auf das ich sehr, sehr stolz bin, aus Nürnberg, gebürtiger Gießner, glaube ich. Aber es studiert in Nürnberg und endlich, nach ein paar Jahren, haben wir es geschafft, miteinander was zu machen, so zu arbeiten. Da wird bestimmt auch irgendwas entstehen, irgendwann mal. Auf jeden Fall will ich euch trösten. Seid nicht traurig, das Album kommt, wie versprochen. Es wird in den nächsten Tagen ein Video erscheinen. Als Feature-Gast habe ich da den Dutz dabei. Das Lied heißt Melody. Das Video ist schon gedreht worden. Am Sonntag werden wir ein Fotoshooting haben mit den neuen LMS-Leuten. Wir werden auch ein Video dann anschließend drehen. Es wird also ein langer, harter Tag. Wir werden für euch alles dokumentieren. Es werden jetzt, wie gesagt, einmal Videoblogs kommen. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Sommer. Genießt die Sonne, geht ins Freibad oder geht an den Seen. Wir grillen jetzt so ein bisschen, machen ein bisschen Barbecue. Dann gucken wir ein bisschen, dass wir das Video weiterschneiden. Das machen wir alles selber, weil wir Spaß haben. Wir sind kreative Köpfe und haben Spaß dabei. Und ja, genießen auch noch ein bisschen so den Sonnenabend. Ne? Alles klar, das ist Fedo Black. Ich grüße meinen besten Freund Henry Volkert, der in Berlin Basketball spielt. Ich grüße Aizen Mason, ich grüße Clayson, ich grüße Nima Shams, den Dutz, die Sarah, die
Jasmin. Ja, ist wahrscheinlich sein nennt sie sich, glaube ich. Wie auch, Matisi, alle, ich grüße alle, Sandro Hill. Peace. Matisi, alle, ich grüße alle, Peace. Matisi, ich grüße alle, Sandro Hill. Peace. Matisi, ich grüße alle, Peace. Matisi, alle, ich grüße alle, Peace. Sandro Hill. Peace.